Guten Tag, Leute, und willkommen zu einem neuen Daily Vlog von mir, Leute. Es ist einfach mega spät. Wir haben es einfach gerade 7 Uhr und es ist einfach mega spät, noch ein Daily Vlog anzufangen. Heute Morgen war ich noch arbeiten, dann muss ich mich noch mega schnell fertig machen und jetzt stehe ich hier. Ich habe irgendwas ausgedacht, was ich machen sollte. Ja, jetzt mache ich ja einen What's on my phone Tag. Und Leute, was mir aufgefallen ist, wir sind kurz vor den 37.000 Abonnenten, ne? Fast 37.000 Abonnenten, Leute. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. So, stell dir mal vor, 37.000 Menschen stehen vor eurer Haustür und ja, das ist... In deinem Zimmer. In meinem Zimmer! Ah, 37.000 Leute, genau. Danke euch mal dafür. Und übrigens war ich vor 2 Wochen in Rheine, Leute, aber das habe ich nur teilweise mitgefilmt. Und zwar ich habe mich mit einem Typen getroffen, der kommt auch aus Rheine, keine Ahnung, irgendwie sowas. Auf jeden Fall macht der so Breakdance, so Kopfdrehen, so genau, das, was ich nicht kann. Und dann habe ich mich mit dem getroffen, haben wir ein paar Teile gefilmt. Quasi ich habe was getourt und er hat was getourt. Zeige ich jetzt mal kurz eine Montage und quasi einen Einblick. Es werden auf jeden Fall noch ein paar mehr Videos von ihm kommen und ja, let's go. Okay, aber ich würde sagen, wir machen jetzt What's on my phone take, was eigentlich auch in meinem Titel steht. Und ich würde einfach sagen, wir starten mit der ersten Seite. Okay, wir fangen jetzt erstmal bei meinem Wecker an. Ich habe hier ganz viele Wecker, weil ja, mein Bus fährt immer um 7.10 Uhr und ja, wenn ich das verpenne, bin ich ja im Arsch, weil ich dann nicht zur Schule komme. Ich habe das Glück noch nicht verpennt. Fotogalerie, schaut euch mal dieses Video an, dann wisst ihr, was es in meiner Fotogalerie gibt. Dann ja, meine Mails. 12.417 Mails. Alter, ich sortiere meine immer auf. Ja, das sind so diese Mails von YouTube, so der hat dich abonniert, der hat dich abonniert und so Likes und so. Ja, ich gucke mir die halt nie an. Also 12.000 Mails geht auf jeden Fall klar. Bei den Notizen, ja. Also genau, ich plane auch mal Daily-News bei den Notizen. Was gibt's denn hier noch so Spannendes? Wetter in Rheine. Sieht ja sehr schön aus. Ist nur am Regnen. Also ja, das ist auf jeden Fall mega kacke, wenn es regnet, weil man einfach keine Daily-News machen kann draußen. Deswegen muss ich immer in meinem scheiß Zimmer hocken. Dann kommen wir zu der nächsten Seite. Da gibt's einmal Instagram, Snapchat, Spotify, TikTok, YouTube und so. Ja, alles diese alltäglichen Apps. Ja, Snapchat benutze ich mega wenig. Und ja, hier seht ihr jetzt Laura. Ehrlich gesagt auch nicht mehr so krass im Hype. Keine Ahnung. Früher war es ja mega im Hype, weil jeder hatte immer so Storys hochgeladen und keine Ahnung. Und ich benutze eigentlich jetzt nur noch Instagram und YouTube. Also Instagram ist wirklich die Plattform, die ich am meisten benutze. Ah ja, und TikTok, genau. Schon teilweise bis 4 Uhr nachts so an TikTok, weil die TikToks einfach so süchtig machen. Ihr könnt bei mir auf jeden Fall auf TikTok vorbeischauen. Ich blende mal hier kurz meinen Namen ein und die TikToks kann ich leider nicht einblenden, weil die Musik natürlich Copyright ist. Ja, dann habe ich noch Spotify. Spotify ist geil. So braucht man eigentlich, wenn man ein iPhone hat, weil sonst muss man ja die Musik kaufen. Ja, dann habe ich noch InstaShot. Das ist auch so eine Bearbeitungs-App und so. PixArt kennt ihr auch bestimmt. Helix Jump. Ja, ist auch so ein Spiel. Ist eigentlich gar nichts Besonderes auf meinem Handy, also ich weiß nicht. Und dann, ja, hier wieder, meine Mails, 153, gucke ich mir auf jeden Fall alle an. Dann habe ich noch ein paar Spiele, Alitalk, bester Anbieter, Shazam, Netflix, oh mein Gott, ich suchte gerade richtig hart Haus des Geldes. Naja, nur noch eine Folge, dann bin ich durch. Ach ja, und schon wieder meine Google Mails, 558. Also ich gucke mir meine Mails nämlich alle gar nicht an. Naja, sonst Lieferando, muss ja natürlich sein. Das war's jetzt auch eigentlich mit einem What's on my phone Tag. Eigentlich komplett langweilig, also es gibt nichts Besonderes auf meinem Handy. Ach ja, und hier haben wir mein Hintergrundbild, das wurde von Johannes gemacht. Auf jeden Fall mega geil. Und hier auch noch mein Startbildschirm. Das Gruppenbild von mir, Moritz, Tim und natürlich Laura. Laura hat wieder komplett reingeschissen mit dem orangenen T-Shirt. Sah halt ein bisschen komisch aus auf dem Bild und alle haben geschrieben, boah Laura, du scheißt voll rein und so mit deinem orangenen T-Shirt. Hier seht ihr noch ein super wunderschönes Oktober-Flash-Ticket, weil ich jeden Tag Bus fahren muss. Und weil ich das ja mit jedem Daily-Vlog jetzt mache, tue ich einfach jetzt irgendwas in meinem Zimmer. 2, 3. Ja! Ich würde sagen, Laura, du kannst jetzt gehen. Wir brauchen dich nicht mehr. Auf jeden Fall wieder sehr spannend auf meinem Handy. Nicht. Und wir kommen auch schon direkt zu dem Topic-Kommentar. Let's go! Okay, Leute, das Topi den Kommentar hängt. Und es ist von Lina Lisa vor 20 Stunden. Videoidee, animiere Leute der Stadt mit dir zu touren. 88 Likes. Also meinst du, ich soll irgendeine Person random fragen, ob man mit mir ein Salto machen möchte? Klar! Okay, Leute, an dieser Stelle beende ich mein Daily Vlog. Wenn ihr noch kein Abo da gelassen habt, lasst das gerne ein Abo da und werde ein Teil von der It's Me Army. Hier wird jeden Tag ein Video rausgehauen, Leute. Egal wie spät, es wird jeden Tag ein Video rausgehauen. Sei auf jeden Fall dabei, du wirst nichts verpassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns mal wieder. Haut rein und ciao!